Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu die Sims 4 und die Black Widow Challenge mit Charlotte Schabrowski. Die ist hier im Moment nicht so richtig geregelt, kriegt mit Christina und Johnny. Es ist ein bisschen schwierig, wie ihr gesehen habt. Entweder sind beide nicht da oder einer fehlt oder keiner oder weiß ich nicht. Aber immerhin hat Charlotte beim Bowling gewonnen. So, jetzt erstmal die leckeren Herzkekse, meine Liebe. Oh, jetzt ist sie aber auch hier mal so richtig kokett. Was machst du mit dem Kram? Hier, du sollst das bitte hier essen. Iss das, Kind. Ich muss doch gucken, ob das gut ist für dich. Ja? Nom nom. Und? Hast du selber gemacht? Ja. Haha. Schmeckt gut, alles klar. Dann packe ich mal die Herzkekse in den Kühlschrank. So, alles klar. Ja, dann warten wir jetzt mal wieder auf Johnny, ihr Lieben. Wie sieht es denn bei ihr aus? Wenn sie aufwacht, hat sie Hunger. Kann ich keine Rücksicht drauf nehmen und er ist schon wieder total müde dann. Boah, ist das ätzend. Weißt du was, Johnny? Wenn du gleich heimkommst, du nimmst erstmal hier einen Kaffee. 8 Simoleons ein Kaffee? Im Ernst? Alter, Ede. Du nimmst erstmal einen Kaffee, weil wir müssen dann hier irgendwie rumknutschen oder irgendwas. So, warte mal. Das kriegst du angepinnt auf jeden Fall. Oh, er hat tolle Arbeit geleistet. Na, das freut mich. So, nimm dir mal ein Käffchen bitte. Charlotte hat gebacken. Ich werde euch mal hier von dem Teller befreien. So, du kommst jetzt mal hier hin. Jetzt reicht's mir nämlich. Jetzt werden wir das hier mal ein bisschen in Gang bringen. Das kann ja so nicht wahr sein. Verführerisch sein. Schmutzigen Witz erzählen. Komm, Charlotte. Hör auf mit dem Scheiß. Hier läuft jetzt der Kram. Jetzt sind endlich mal alle hier da. Jetzt hau in die Vollen. Nein, Christina! Oh, ich... Christina... Komm hier hin. Es ist mir jetzt egal. Nein. Und Brigitte ruft jetzt hier nicht... Huch! Brigitte ruft jetzt hier nicht an. So. Hier, weiter geht's, Freunde der Nacht. Jetzt reicht's mir aber hier mit euch. Anmachspruch. Nein! Nein! Nein, nein! Abbrechen! 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 Nein, nein, nein! Brech das ab! Brech das ab! Ich will das nicht! Geh weg! Oh Gott! Entschuldigung! Oh mein Gott, ey! Na, endlich! Oh, endlich! Hat sie es jetzt endlich geschnallt! Wow! Oh, das wäre jetzt fast schon wieder schiefgegangen, ihr Lieben! Oh, ich hab's gerade noch gemerkt. Hier, küssen. Christina, du gehst erstmal essen. Jawohl. Hier. Bäm. So, jetzt reicht's mir. Wo ist sie denn? Achso, jetzt sitzt sie hier. Okay, sie sitzt hier, sie sitzt da. Techtelmechtel mit Johnny, alles klar. So, Moment. Christina, du kannst dich doch mal hier hinsetzen. Direkt an den Ort des Geschehens. Geh darüber. Genau. Die beiden freuen sich nämlich schon da hinten. Ich setze mich jetzt knallhart hier hin. Ist mir egal. Lass dir dein Essen schmecken. Ich hoffe, es bleibt dir nicht im Halse gleich stecken. Das ist schon hart. Was war denn das jetzt? Was stimmt mit euch nicht? Warum? Warum seid ihr denn jetzt da wieder rausgeploppt? Komm, wir wollten doch ein Techtelmechtel machen. Ich weiß nicht, warum du eben aus dem Busch geploppt bist, aber wir gehen da jetzt nochmal rein. Die Christina sitzt hier gerade so günstig. Los, komm schon. Bring zuerst. Ja, dann gehe ich halt. Ist ja egal. Und rein da jetzt mit euch. In Herrgotts Namen. Sie packt sich hier vom Kopf. Ja, endlich, Mädchen. Hast du es jetzt geschnallt? Geh halt rein und mach mit. Oh mein Gott, ey. Sie sitzt da vor ihrem stinkenden Teller. Oh. Wüten und toben. Ja, komm her, Christina. Wüte und tobe du mal.
Alter. Hey. Wo rennst du jetzt hin? Einmal zur Straße und wieder zurück. Und wen haben wir denn hier? Der Salim kommt vorbei. Steht er euch im Weg oder was ist jetzt hier los? Oh mein Gott, ey. Hier geht ein Streifen ab. Salim guckt erstmal an seiner Urne. Ach nein, er guckt am Waschbecken und macht es kaputt. Na, das ist ja super hier. Kämpfen! Ja! Na also. Boah, ey, die klatscht dir voll eine. Komm, Charlotte. Charlotte? Oh, da kommt sie nochmal zurück. Klatscht sie jetzt noch eine? Klatscht sie ihr jetzt noch eine? Alter. Du kannst dich da hier nicht so verprügeln lassen von ihr, sag mal. Ach, du ahnst es nicht. Nee, du musst aufs Klo. Warum? Du musst jetzt nicht aufs Klo. Hier wird jetzt mal gekämpft. Kannst dich doch nicht von ihr hier so verprügeln lassen, sag mal. Bei ihr zwei. Und los geht die Schlägerei. Hat aber geklatscht eben. Oh, ich glaube, ich glaube, sie hat verloren. Kann das sein? Das lassen wir uns aber nicht gefallen, meine Liebe. So aber nicht, meine Liebe. Du kannst mich hier nicht einfach so verprügeln und schlagen. Da muss ich dich leider mal ein bisschen würgen. Oh Gott, jetzt kommen hier überall Zeugen. Könnt ihr mal abhauen? Ich glaube, sie wird schon ganz rot im Gesicht. Oh mein Gott. Was hat er denn jetzt? Warum heult er denn? Ja, tut mir leid, ihr wart jetzt hier halt Zeuge. Das kann ich ja jetzt auch nicht ändern. Charlotte muss jetzt erstmal auf Toilette. Ja, nimm halt den Busch. Nun komm, geh doch da rein. Geh doch da rein, Kind. Ja, sie ist benommen vom Kampf. Ja, das tut mir leid. Hat sie voll gewürgt, ey. Oh, schön, Charlotte, schön. Sag mal, ist der Busch irgendwie kaputt oder so? Hier, Johnny, bevor du jetzt hier überhaupt nichts Gescheites tust, reparierst du das mal. Nee, du schläfst jetzt nicht. Hat sie voll gewirkt. Das tut mir leid, dass du den Kampf verloren hast. Auch Menno aber auch. Und alle waren live dabei. Ja, ich kann das leider nicht verhindern. Am schönsten wäre es ja, die würden das hier nicht mitkriegen, die anderen, ne? Wenn Charlotte diese Interaktionen hier macht. Aber, ja, das lässt sich irgendwie so richtig nicht vermeiden. Naja. Jetzt möchte sie tanzen, oder was? Das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte sie eigentlich jetzt mal aufwecken hier. Du bist auch müde langsam, ne? Warte mal, was wir gerade mal... Moment mal, was wir hier gerade mal machen könnten. Tür abschließen für... Warte mal. Tür abschließen für jeden. Das mache ich doch gerade mal. So. Wechsel mal auf. Das gibt jetzt nochmal hier Beef im Schlafzimmer. Und jetzt kommt mir hier auch keiner bitte rein. Nein. Steh mal schön auf, Fräulein. Steh mal schön auf, bitte, Fräulein. Jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen uns prügeln, meine Liebe. Weil das geht so nicht, was du hier treibst. Hier, Christina steht da nur dumm rum, ne? Charlotte kämpft ganz alleine. Christina guckt nur blöde zu. Oh, jetzt. Nein. Jetzt hat sie auch noch ein bisschen mitgemacht. Das ist ja nicht zu fassen, ey. Charlotte, komm. Charlotte? Nee, du sollst doch mit ihr nicht plaudern. Was stimmt mit dir nicht?
Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Oh, jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Nur damit die Alte mich hier zu Tode würgen kann. Mein Gott. Das ist aber anstrengend, das Mädchen hier. So, jetzt aber. Jetzt reicht's, Charlotte. Oh, der scheiß Geist, ey. Warum kommt der hier rein? Boah, wie sie das Gesicht verzieht. Das ist schon übel, oder? Das ist schon übel, ey. Aber so geht das nicht. Nein, mein Fräulein, nein. Nein, 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 nein. So geht das nicht. So geht das nicht. Du kannst hier nicht dauernd entkommen. Du musst doch schon ganz rote Stellen am Hals haben. Das finde ich echt übel, ne? Aber Charlotte, reicht's jetzt. Die hat jetzt keine Lust mehr auf dich. Irgendwann wirst du doch mal umfallen, oder? Ja, sie verdreht schon die Augen. Der Geist da hinten weint auch schon. Ja, und... Bäh. Nein! So, jetzt hat's mir aber gereicht hier. Sie liegt da mit dem Kopf drin. Kommt denn der Tod jetzt hier rein? Ich habe ja die Tür zugeschlossen. Der Tod steht jetzt ein bisschen doof da draußen, ne? Jo, guten Nacht, Charlotte. Jawohl, hast du auch recht. Muss ich jetzt die Tür wieder aufschließen? Das wäre natürlich möglich. Im schlimmsten Fall sehen die dann das alle hier. Oder der Tod tut seine Arbeit von hier draußen. Alter, hier ist ja alles kaputt, ey. Kannst du das mal bitte wegwerfen? Hier ist ja absolut alles kaputt. Johnny, reparier das bitte. Ja, mein lieber Tod, kommst du mal hier rein? Weil die Arbeit erledigt sich hier nicht von selber. Ich habe hier eine merkwürdig tote Christina im Fernseher liegen. Es wäre nett, wenn du mich von ihr befreist. Oh, warte. Nee, Johnny bringt den Müll raus. Johnny bringt den Müll raus. Das ist in Ordnung. Ja, lass doch die Tür auf. Ist ja kein Ding. So, ich schließe das aber gerade nochmal ab. Nicht, dass vielleicht der Johnny jetzt reinkommt. Ach, Charlotte geht raus. Naja, dann. Okay, das war's schon. Oh mein Gott, ja, komm ja dann hier auf. Alles klar. Oh mein Gott, ey. Was für ein Theater. Johnny, du siehst aus wie eine Drecksau. Mach bitte einfach sauber da oben. Was hast du denn alles für Probleme hier? Oh. Muss ich dich jetzt erst noch schnell heiraten? Ach, komm her. Ja, dann lassen wir das mal. Wir lassen das mal. Und du reparierst mal das Klo. Und danach kannst du dann mal bitte da auf Toilette gehen. Ja, danke schön, mein lieber Tod. Ich wollte auch mal geguckt haben hier oben. Christina Löhrer has been choked to death. Es ist also... Es gibt ihr die Chance zu entkommen. Das haben wir ja gesehen, ne? Aber das Erwürgen finde ich irgendwie schon ziemlich cool. Vor allem das Ding, dass man denen dann halt auch eine Chance lässt, dass sie vielleicht, wenn sie Glück haben, doch noch überleben. Ah, aber nicht bei Charlotte, ihr Lieben. Nicht bei Charlotte. So, warte mal. Das Foto hatten wir ja da schon stehen. Das ist schön. Dann werde ich das mal schon mal hier reinbringen. Dann sieht es da keiner. So, nice, nice, nice. So. Und dann haben wir hier Christina, ihr Lieben. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wie hatten wir das hier benannt? Zwei Salim Benali, ja, ich weiß. Und gestorben durch die Dings, oder wie? Ach nee, das war die Inschrift hier unten. Gestorben durch die Hand der schwarzen Witwe. So, Moment. Christina Löhrer war das, ne? Moment, wie hatte ich das hier? Alles klar. Inschrift eingravieren. So, uno momento. Chris, nein, da fehlt ja alles. Christina Löhrer gestorben durch die Hand der schwarzen Witwe. So, dann haben wir doch
das schon mal erledigt. Und hier hatte ich den Namen und den Dings. Okay, Name 3. Achso, Moment. Ja. 3. Christina Löhrer. So, fein, 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 ihr Lieben. Haben wir das auch geklärt? So, Nummer 3 ist im Sack. Oder in der Urne, wie man das gerne möchte. Alter, euer Bart, ey, das sieht vielleicht immer aus. So, ist der Kaffee hier noch gut? Ja, sie trinkt schon einen anderen Kaffee. Ja, die. Alter, wie viel Kaffee habt ihr mir denn hier hingestellt, ihr Seppels? Bäm. Ach Gott, du armes Schwein. Ja, naja, ich hoffe, du findest das Bett. Ich muss dich ja mal heiraten, ne? Hier, du kannst dann mal vielleicht schlafen gehen. Ach, Herr Jemine. Und er ist schon wieder krank. Oh Gott, Johnny, du bist so eine Lusche. Jetzt mal wirklich. Komm, steh mal auf, mein Freund. Willst du erst ins Bett oder erst duschen? So. Ich glaube, du gehst vielleicht erst mal kurz ins Bett, oder? Wir müssen ihn noch. Alter, was der hier alle drin hat. Kratzig wegen Krankheit. Schmutzig. Noch mehr schmutzig. Keine Energie. Dass wir ihn. Ich will ihn ja noch nicht gleich töten, ne? Sie ist traurig. Hier, reparier das. Ja, lass den Kaffee ruhig da stehen. Ich hasse euch. Echt. So, okay, dann lassen wir ihn vielleicht mal einen kleinen Moment schlafen, bis es nicht mehr ganz so rot ist. Und vielleicht kann Charlotte die Dusche. Ach komm her, wir ersetzen die Dusche einfach. Ah, sonst wird das hier mit dem Johnny nichts. Der schmiert mir ja vorher ab hier. Ist ja echt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der musste halt jetzt eben mal ein bisschen darunter leiden, dass wir uns über Christina hergemacht haben, ne? So, Johnny, ich glaube, jetzt geht's. Versuch mal zu duschen, bitte. Komm, steh mal auf. Und dann gehst du noch mal aufs Klo. Mann, du versaust mir das ganze Bett, mein Freund. Das ist echt eklig. Charlotte würgt sich aber hier auch einen ab, ne? Mit dem Waschbecken. Eieiei. Ja, flennet rum. Warte mal, ich bring das mal erstmal gerade raus. Dann ist es hier nicht ganz so dreckig. So, seine Hygiene läuft auf jeden Fall schon mal wieder. Ach Mensch, schade. Ich hätte ihn jetzt auch einfach hier verdrecken lassen können. Aber wir sind ja noch nicht mal verheiratet mit ihm. Hier draußen ist auch schon wieder alles fertig. Johnny, du musst mal hinne machen, du kleiner Hauself. Hier ist überall Arbeit. So, hier, brech duschen ab, du bist sauber genug. Geh aufs Klo. Ja, komm, komm, komm. Ja, dann spül halt erst, du Heini. So, jawohl. Und dann gehst du hier schlafen zu Charlotte ins Bett. Das Bett gehört jetzt dir. Alles wird gut. Und ich befreie euch gerade mal hier von dem. Habe ich den Müll da jetzt reingemacht oder wieder irgendwo anders hin? Nee. Ich bin da reingemacht, aber wieso habe ich kein Geld dafür bekommen? Ach nee, der Müll liegt da noch. Hallo, Müll? Könnten wir bitte mal, guck mal, hier? Ah, jetzt ist er drin. So, ach, Charlotte ist schon wieder aufgestanden. Das ist ja ein Ding. Ja, nimm dir doch noch 20 Kaffee. Meine Güte. Die Musik läuft auch schon wieder. Ja, plopp. Also irgendwie ploppen die Sims hier ganz schön rum. Kann das sein? Jetzt hat sie sich eben den Kaffee genommen. Jetzt hat sie mir hierhin den Müll hierhin geploppt. Das finde ich äußerst merkwürdig, ihr Lieben. Sind ein bisschen buggy hier. Hol dir noch einen Kaffee, oder? Was machst du jetzt? Nee, Herzplätzchen. Okay, dann nimm dir halt die scheiß Herzplätzchen. Ach Gott, jetzt ist sie wieder ewig traurig. Weil die wahre Liebe verloren. Ach Quatsch, ey. Verlust in der Familie bei Ehepartner. 2 Tage. Na wunderbar. Ich hatte eigentlich immer die Hoffnung, wenn wir uns vorher mit den Ehepartnern hier richtig fetzen und streiten, dass die Sims dann nicht so traurig sind. Aber wie ihr seht, funktioniert das nicht wirklich.
Das ist schade, dann können wir jetzt 2 Tage wieder nichts Gescheites mit ihr anfangen. Aber gut, ihr Lieben, ich werde die Folge beenden. Wir machen weiter beim nächsten Mal. Es war irgendwie lustig mit dem Erwürgen. Es tut mir ja leid, dass ich das sagen muss. Mit Keanu flirten, in die Sterne mit Johnny gucken. Ja, und eine traurige SMS und so, ne? So was? Achso, Folge beenden. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.